Kirchennetz, genannt ARPANET. Aber nicht lange gab es eingeschränkt auf militärische Anwendungen. Es gab das Internet. Und das hat wirklich unglaublich viele schöne Möglichkeiten mit sich gebracht, insbesondere völlig neue Märkte eröffnet und unsere Gesellschaft grundlegend verändert. Tim Berners-Lee kam mit der Idee, Webseiten zu vernetzen in HTTP-Protokoll. Und das hat letzten Endes aufgeschlossen, das Internet für jedermann, nicht nur für Experten und insbesondere eben auch für Business-Anwendungen. Und heutzutage sind wir eigentlich alle irgendwie involviert, dieses globale, alle umspannende Informationssystem durch soziale Netzwerke und anderweitig. Wir sind im Grunde genommen Noten in diesem Informationssystem geworden. Wir produzieren, speichern und verarbeiten Informationen. Wir sind ein Teil des Systems. Und der nächste Schritt ist nun, das Internet zu erweitern zum Internet der Dinge. Das heißt, es werden Sensoren, Maschinen, Smartphones, eigentlich alles wird vernetzt werden im Internet. Schon heute haben wir mehr Sensoren, Maschinen und Smartphones, die mit dem Internet kommunizieren, als Menschen. Und in 10 Jahren werden wir 150 Milliarden solcher Sensoren oder Dinge im Internet kommunizieren. Und das wird natürlich die Industrie transformieren, dann spricht es immer von Industrie 4.0. Und man sieht es schon. Es gibt dann eine direkte Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen, zwischen Maschinen und Maschinen und so weiter und so fort. Aber die Umwälzung wird meist größer sein als das. Und insbesondere getrieben von diesen unglaublichen Mengen an Daten, die heutzutage anfallen. 60 Sekunden, das ist unglaublich, wie viel in dieser Zeit geschieht. Und die Frage ist, was kann man eigentlich mit diesen Daten jetzt machen? Es gibt nun Leute, die glauben, dazu gehöre ich nicht. Man könnte alles letzten Endes wissen, messen und wissen. Und das würde ich ganz gerne ein bisschen näher beleuchten, denn die Idee ist natürlich schon sehr faszinierend. Könnten wir mit all diesen Informationen, die verfügbar werden in Zukunft, im Grunde genommen die besten aller Entscheidungen treffen? Könnten wir so etwas ermöglichen wie einen weisen König oder weise Königin oder einen wohlwollenden Diktator, der für alle das Beste will und alle das Beste erreichen kann. Das sind Diskussionen, die wir führen müssen, weil es gesellschaftlich relevant ist. Und ich komme hier gleich zur Antwort. Ich habe Zweifel, dass es funktioniert. Denn es gibt immer Fehler, erster, zweiter und dritter Art, Klassifikation, Fehler, falsche Modelle. Und nicht nur das, komplexe Systeme, in denen wir uns befinden, sind schwer vorauszusagen. Wir kennen das ja schon vom Wetter. Aber es ist auch schwer zu kontrollieren. Das heißt, wir wollen vielleicht zu diesem Punkt kommen, ob das System bewegt sich, wo wir jetzt alles sind. Das ist völlig typisch für komplexe Systeme. Und sicherlich können wir mit Big Data viel erreichen. Aber es ist kein Verteidigung. Man kann nicht alles ändern. Und das versteht man am besten, wenn man sich diese Kurve hier anschaut. Es geht hier um diese exponentielle Explosion der Rechenleistung und der Datenvolumina. Und da sehen wir schon, dass wir aus einer Zeit kommen, wo wir nicht genügend Daten hatten, um gute Entscheidungen in vielen Bereichen treffen zu können. Aber jetzt allmählich in eine Situation versetzt werden, wo wir mit Big Data nun endlich evidenzbasierte Entscheidungen treffen können. Sicherlich bessere Entscheidungen, als wir sie früher treffen konnten. Aber wir sehen hier, dass sich die Lücke zwischen den Datenvolumina und der Rechenleistung immer weiter aufbaut. Das heißt, wir werden niemals alle Daten prozessieren können. Sogar immer weniger prozentual gesehen. Und das führt zu einer Situation, wo wir in Gefahr laufen, uns auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und andere zu übersehen. Und das geschieht schon. Die Finanzkrise hat fast keiner kaum gesehen, den arabischen Frühling hat fast keiner kaum gesehen und auch die Islamic State Fighters hat man eigentlich erst gesehen, als sie fast schon vor der Tür standen. Natürlich müssen darüber Informationen vorhanden gewesen sein, aber wir haben diesen keine Aufmerksamkeit geschenkt. Also Big Data löst unsere Probleme automatisch. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass
die globalen Systeme immer komplexer werden durch die Vernetzung, die wir schaffen. Das führt zu einem faktoriellen Zuwachs der Komplexität. Und das heißt, nicht mehr all diese unglaublich vielen Daten, die verfügbar sein werden, in Zukunft werden ausreichen, diese Komplexität zu beherrschen durch Top-Down-Optimierung und Implementation. Deswegen brauchen wir allmählich ein anderes Paradigma, so gibt es einen, nämlich das der verteilten Kontrolle, der selbstregulierenden Systeme. Und wir werden sehen, dass da das Internet der Dinge gerade im richtigen Moment uns zu Hilfe kommt. Aber allgemein kann man sagen, je komplexer die Systeme werden, wenn es dynamische Systeme sind, desto mehr Autonomie braucht man auf der Ebene der Systembestandteile, um unsere Ziele zu erreichen. Und das bedeutet letztendlich, dass wir in einer Top-Down-Kontrolle immer mehr zu einer Kultur der Ermöglichung kommen. Das heißt, weg von einer Situation der Überregulierung, wo man versucht, wirklich jede einzelne Handlung vorzuschreiben im Detail, hin zu Infrastrukturen, Institutionen, die uns unterstützen dabei, mehr oder weniger automatisch das Richtige zu tun. Also bessere und effizientere Entscheidungen zu treffen. Hier ist ein Beispiel dafür, dass es funktionieren kann, wenn das Design auch richtig ist. Also wir sehen hier eine unglaubliche Diversität und Komplexität und trotzdem funktioniert die Selbstorganisation ganz wunderbar. Und das liegt am Design. Denn wir haben hier eine Einbahnstraße. Im Hintergrund haben wir die entgegengesetzte Richtung und in der Mitte einen kleinen Puffer. Wer es will, verkehrt, wenn man erlaubt, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass man in der Mitte vorfindet. Und die Frage ist also, was wären die richtigen Infrastrukturen und Situationen für die digitale Gesellschaft auf dem Weg? Und hier habe ich von Selbstregulierung gesprochen, das ist natürlich keine neue Idee, mindestens 300 Jahre alt. Sie kennen vielleicht dieses Buch, erschienen 1714. Und das hat die Idee in die Welt gesetzt, ja, Bienensterne, die sind noch so wunderbar organisiert. Es gibt zwar eine Königin, aber die legt eine Überrei, die verteilt einen Befehl. Und trotzdem funktioniert das Bienenvolk ganz wunderbar. Also wie von unsichtbarer Hand magisch gesteuert. Und da kommt natürlich ein Smith ins Spiel mit seiner unsichtbaren Hand. Ja, leider hat sie nicht immer funktioniert. Finanzkrise kommt dann in den Sinn, aber eben auch Umweltverschmutzung, Überfischung, Klimaveränderung und viele andere, natürlich in der allgemeinen Probleme. Also und alleine funktioniert es eben nicht immer leider Gottes. Aber nun 300 Jahre später glaube ich, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir mit Hilfe von neuer Technologie, mit dem Internet der Dinge, mit den Sensornetzwerken, die jetzt verfügbar werden, kombiniert mit Komplexitätswissenschaften, die langversetzt werden, diese unsichtbare Hand wirksam zu machen. Das ist tatsächlich das tut, was wir hier erwarten. Und hier ist ein Beispiel. Sie sehen zunächst Stop-and-Go-Verkehr. Damit demonstriere ich, dass wir den Prozess verstehen. Natürlich nerven wir uns jeden Tag über diese Probleme und wir würden sie gerne loswerden. In der Tat, das ist möglich. Und wir werden nachher diese Fahrzeuge ausstatten mit Radarsensoren. Und diese Radarsensoren werden die Abstände und Relativgeschwindigkeiten messen und die Fahrzeuge automatisch steuern. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, woher kommt das Problem. Und dann sehen wir, da gibt es also eine Zufahrt und dort wollen Fahrzeuge in die Autobahn hinein. Das verursacht kleine Störungen, diese Störung schaut wieder auf und schon haben wir Stop-and-Go-Verkehr. Und gleich werden wir jetzt diese Fahrzeuge ausstatten mit dem Verkehrsassistenzsystem und wir werden sehen, dass der Stau verschwindet. Das ist natürlich ganz wunderbar, wie wir das machen. Wir haben die Interaktion der Fahrzeuge lokal verändert, auf eine Art und Weise, die den Verkehrsfluss stabilisiert und die Kapazität leicht erhöht. Und wie Sie sehen, haben wir das mit Volkswagen zusammen gemacht.
finden wir uns überhaupt? Das geschieht dann auch durch gemeinsame Einschätzung der Lage und schließlich werden Entscheidungen getroffen, was ist zu tun in der jeweiligen Situation, damit wir die Staus vermeiden. Und so hat man dann eine verkehrssituationsabhängige Veränderung der Parameter, die das Fahrverhalten der Fahrzeuge beschreiben. Also beispielsweise ist es so, dass man dann im Stau die Zeichen etwas verringert, durch erhöhte die Kapazität, sich alles ausreichen und schließlich am Ende des Staus, wo die Fahrzeuge dann beschleunigen sollen, wird die Beschleunigung erhöht. Und kombiniert gibt das eben letzten Endes den großen Erfolg, dass die Staus aufzulösen. Vielleicht nicht alle, aber viele. Das heißt, man muss nicht unbedingt mehr Autobahnen haben, zumindest nicht so viele, wie man das ohne Entwicklung müsste. Und das Interessante ist, dieser Ansatz funktioniert nicht nur, wenn von heute auf morgen alle Fahrzeuge ausgestattet werden sollten, sondern selbst mit 20% erreicht man schon Erfolge und dann gibt es sehr große Fortschritte in der Zunahme der Ausstattung und schließlich wird dann zusätzliche Ausstattung weniger effizient. Aber man sieht hier große Reduktion der Staus schon bei 20% Ausstattung in diesem Beispiel. Der noch größere Stau haben wir in den Innenstädten. Und Probleme hängen damit zusammen, dass wir komplexe Straßennetzwerke haben, dass wir oft Störungen haben, durch Baustellen, durch Unfälle oder eben spezielle Events. Und eigentlich müssten wir flexibel auf diese Umstände reagieren. Aber das ist nicht so einfach. Nun gut, wir haben uns diese Sache mal angenommen. Und zunächst einmal muss man das Straßennetzwerk wieder präsentieren als mathematischen Graphen. Dann muss man sich damit beschäftigen, wie ist die Verkehrsdynamik entlang der Straßen. Dann haben wir nun eine Flussdichte-Relation angenommen, die dreiecksförmig ist, also eine umfangreiche gute Transformation für den Stadtverkehr. Dann die eine Steigung gibt die freie Geschwindigkeit wieder, das sind 50 Stundenkilometer in der Stadt. Und diese Ansteigung gilt wieder in welcher Geschwindigkeit sich die Stauformen bewegen, wenn sich der Stau auflöst. Minus 50 Stundenkilometer. Ja, dank dieser Dreiecksförmigkeit kann man dann die Gleichung, die die Verkehrsdynamik beschreiben, drastisch vereinfachen. Und man kann im Grunde genommen das, was im Inneren der Straße passiert, aus den Zu- und Abflüssen erschließen. Dann müssen wir uns natürlich befassen, was passiert an Kreuzungen. Dafür gibt es so etwas wie Kirchhoffs Gesetze, wenn Sie auch der Intensitätstheorie kennen, ist anders schon aus, aber das ist alles lösbar und schließlich muss man sich mit dem detaillierten Design der einzelnen Kreuzungen befassen. Wir sehen, eine einzelne Kreuzung übersetzt sich doch in einen ziemlich komplizierten Namen, jede sieht vielleicht anders aus. Ja? Damit können Sie natürlich Herrscher von Diplomaten oder Doktoranden beschäftigen, aber so gibt es mittlerweile eben auch Daten-CDs, die alle diese Informationen enthalten. Sie können das automatisieren und der Daten von Bildbau und Aufwand in der ganzen Stadt simulieren. Inklusive Anschaltung. Und die haben wir so modelliert, dass wir hier eine Transparenz anhängen, die 0 ist, wenn die Ampel rot ist und 1, wenn die grün schaltet. Dann ist das Problem, das zu lösen ist eigentlich das der Koordination. Wir haben hier zwei Ampeln, eins und zwei, einzelne Fahrzeuge, die hier fahren, weil die Touren hier gegeben sind und man möchte eigentlich so etwas grün werden. Das heißt, das Fahrzeug nicht mehrfach halten müssen. Und Sie sehen, es gibt aber viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen. Die Phasenverschiebung kann vielleicht nicht optimal sein, die Umlaufzeit kann unterschiedlich sein. All das stört die Synchronisierung. Und wir haben dann einen erstaunlich einfachen Ansatz gefunden, der inspiriert ist durch Fußgängerverhalten an Engstellen. Was wir dadurch sehen, sind Oszillationen der Durchgangslichtung. So als wäre dort eine Fußgängerampel. Aber natürlich haben wir dort keine Fußgängerampel, sondern es ist alleine ein Druckprinzip, was dazu führt, dass sich diese Richtung umkehrt. Dann gesagt, Mensch, könnte man dieses Druckprinzip nicht
dann versucht, eine optimale Lösung zu finden. Das geht ihm leider nicht sein. Wir haben das Optimierungsproblem. Und dann erteilt es Befehle an alle Ampeln und alle müssen machen, was diese Verkehrsleitzentrale sich ausgedacht hat. Das ist also der Wohlwollen, die die Fahrer. So, dann gibt es diesen völlig anderen Ansatz, dass man sagt, ja, in der Wirtschaft funktioniert es ja auch anders, wenn das Unternehmen entscheidet alleine, also dann nach dem Prinzip des Homo economicus möglicherweise. Also lassen wir mal jede Kreuzung separat die Fahrzeiten der auf sie zukommenden Fahrzeuge minimieren. Also jede Kreuzung hat das Beste, was danach strikt im mathematischen Sinn. Dann werden wir sehen, wie das funktioniert. Und hier machen wir das gleich mit einem kleinen Unterschied. Wenn eine Warteschlange zu groß wird, dann bauen wir diese erstmal ab, bevor wir wieder zur Wartezeitminimierung übergehen. Also wir nehmen ein bisschen Rücksicht auf die Nachricht. Ja, hier sehen Sie die Ergebnisse. Zunächst einmal für die Top-Down-Steuerung, also linearer Zuwachs der Fahrzeugschlangen. Die warten müssen in Abhängigkeit vom Zuwachs des Verkehrsaufkommens. Wie sieht es im Vergleich eigentlich aus jetzt mit diesem Homo economicus-Ansatz? Also jede Kreuzung versucht strikt die Fahrzeiten zu minimieren. Und dann sieht man, Mensch, das funktioniert viel besser. Ja? Ich meine, wir wissen ja, die Planwirtschaft funktioniert viel besser als die Planwirtschaft. Also ganz wunderbar, Adam Smith unsichtbarer Anschein zu wirken, tolle Koordination, aber dann plötzlich, Mensch, was passiert da? Da explodieren dann die Wartezeiten. Die unsichtbare Hand funktioniert plötzlich nicht, wenn die Koordination nicht zusammen sagt, die Verkehrszeitzentrale, ja, das ist irgendwo, wer uns bezahlt. Aber es gibt noch einen dritten Ansatz. Und dieser dritte Ansatz basiert eben auf dieser Wartezeitminimierung, aber mit Rücksicht auf die Nachfahrt. Und da sieht man nun, das funktioniert noch besser, das funktioniert über den gesamten Einsatzbereich dieser Kreuzung. Und insofern kann man sagen, erstaunlicherweise ist es wirklich auf der Basis von lokalen Interaktionen eine zentrale Top-Down-Steuerung auszutricksen, besser zu sein als die. Das würde man nicht denken. Das liegt eben daran, dass wir hier ein wirklich kompliziertes Optimierungsproblem vorlegen, das wir nicht in Echtzeit lösen können und dass die Variabilität im System so unglaublich hoch ist. Aber das trifft für immer mehr Systeme in unserer Welt zu. Und deswegen werden wir auch immer mehr Bottom-up-Ansätze brauchen, um mehr Flexibilität zu haben. Und wir brauchen letzten Endes auch die Echtzeitinformation, um die unsichtbare Hand zum Wirken zu bringen. Man könnte natürlich sagen, ja, das ist eine theoretische Studie, wer weiß, ob es überhaupt funktioniert. Nun, also muss man sich tatsächlich Praxisbeispiele anschauen, etwa Dresden, und da war die Verkehrsleitzentrale ein bisschen verzweifelt und hat gesagt, ja, wir sind nicht so ganz glücklich mit der Situation in Dresden-Mitte. Denn man würde gerne den Verkehr, den öffentlichen Verkehr priorisieren, aber es gibt so viele verschiedene Tramlines und Buslinien, dass letzten Endes die grüne Welle, die man braucht, damit dann sofort ein Superstau im Stadtbereich entsteht, zerstört würde, wenn man die Straßenbahn und die Busse priorisiert. Man ist also in einem Dilemma. Und wir haben es geschafft, dieses Dilemma aufzulösen. Hier ist die Steuerung, die man im Moment hat. Das ist eine nicht angepasste grüne Welle. Sogar adaptiv, aber Sie sehen hier in unserem System weniger Verkehr und Straßenbahn war noch früher nun sehr viel Zeit, als er nur so rausgeschnitten aus der Simulation, dass es gerade passt. Also müssen wir uns die Statistik anschauen. Und die Siedlung sieht tatsächlich sehr eindrucksvoll aus, denn der öffentliche Verkehr hat tatsächlich eine riesige Reduktion der Wartezeiten. Aber nicht zu Lasten des motorisierten Verkehrs, der hat auch noch einen Vorteil. Und sogar die Fußgänger und Fahrradfahrer haben einen Vorteil, von dem wir gesagt haben, auch. Und die Reisezeiten sind auch besser vorhersagbar. Also ein Paradigmenwechsel führt hier zu wesentlich
kann man das Prinzip nun erweitern über technologische Systeme hinaus, auf unsere Wirtschaft oder sogar unsere Gesellschaft. Und ich glaube, ja, das könnte funktionieren. Ein Beispiel, es geht hier um Bostrom, den Nobelpreis bekommen für Ökonomie. Sie hat in empirischen Studien gezeigt, dass Selbststeuerung enorm effizient sein kann, wenn nur die richtigen Designprinzipien angewandt werden. Und eines dieser Designprinzipien sind Navigationssysteme. Mein Kollege Andreas Diekmann hat sein Team hier darüber geforscht, hat gefunden, dass solche Systeme gut sind, sowohl für die Käufer als auch für die Verkäufer. Und die verbreiten sich natürlich sehr schnell, weil sie tatsächlich einen großen Nutzen stiften. Nun leider ist es so, die digitale Revolution hat nicht nur Vorteile, sondern sie kommt auch mit Herausforderungen. Man sieht hier, dass man damit rechnet, dass Computer in vielleicht 10, 15 Jahren die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns erreichen. Und die Frage ist, was hat das eigentlich für Implikationen? Wir wissen heutzutage, sind Computer schon in vielen Bereichen besser. Sie können besser rechnen, sie können besser Schach spielen. Und sie können sogar Spielshows gewinnen, sie können Telefon-Hotlines besser und sie können sogar vielleicht besser diagnostizieren als die Ärzte heutzutage, weil sie viel mehr Informationen verarbeiten können. Diese unglaublich umfangreiche medizinische Literatur, die kann ja keiner mehr überblicken. Und ähnlich können diese Systeme die Administration revolutionieren, das Rechtswesen vielleicht auch die Wissenschaft. Also da kommt ein Big Data Tsunami auf uns zu und der spült auch schon die eine oder andere Firma weg. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich beim Anziehen vorbereiten. Und man muss vielleicht davon ausgehen, dass wir tatsächlich in ein neues Zeitalter starten. Ja? Das fing an mit der Agrargesellschaft. Dann sind wir übergegangen zur Industriegesellschaft, schließlich kam die Servicegesellschaft. Und mehr Stimmen sagen, wir schreiten in ein Zeitalter der digitalen Gesellschaft. Und wie Sie wissen, diese Übergänge sind nicht immer ganz ohne Probleme. Das heißt, wir müssen uns gut vorbereiten. Und dazu ist es gut, uns zu erinnern, was es eigentlich braucht, damit das Industriezeitalter gut funktioniert. Sprich ich mal von der Automobilzeitalter, weil das einfach geht, ja, man muss zunächst die Autos erfinden, die Massenproduktion, also Straßenbau, Tankstellen, Parkplätze, man müsste Fahrschulen einrichten und Geschwindigkeitskontrollen und so weiter und so fort. Also viele Dinge waren erforderlich, damit das Automobilzeitalter ein großer Erfolg sein konnte. Viele öffentliche Infrastrukturen und Institutionen mussten mit einem hohen finanziellen Aufwand investiert und eingerichtet werden. Und das werden wir auch tun müssen für die digitale Gesellschaft. Auch hier werden wir Infrastruktur und Institutionen brauchen. Und die Frage ist, welche können das denn sein? Und mit dieser Frage hat sich das Future ICT-Projekt beschäftigt. Da ging es um eine EU-Milliarde, die nachher noch anders sind. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Ideen nach wie vor relevant sind. Und insbesondere haben wir damals vorgeschlagen, wir müssen ein planetares Nervensystem bauen, das ist eine Art intelligente Software-Infrastruktur obendrauf auf diesem Internet der Dinge, mit dem man Echtzeitmessungen machen kann und Echtzeit-Feedback eben auch ermöglichen kann. Und das würde natürlich auch viele Daten produzieren, diese Daten würden schließlich eingespeist werden können in eine interaktive virtuelle Welt und in dieser könnten wir im Grunde genommen neue Regelwerke ausprobieren. Denn Sie haben ja vorher gesehen, damit wir den Stau loswerden, müssen wir die Interaktion verändern. Also alles hängt bei der Selbstorganisation und Selbstregulierung davon ab, dass man die richtigen Regeln findet. Und das kann man aber in einem experimentellen Umfeld und eben auch unter Umständen in Spielewelten ausprobieren, wo heutzutage Hunderttausende von Leuten miteinander interagieren und neue Dinge ausprobieren. Und schließlich muss man irgendwie auch die Menschen einbeziehen, die einerseits davon profitieren sollen, andererseits dazu beitragen sollen. Und wir haben uns dann begonnen, dieses planetare Nervensystem zu bauen. Das hat übrigens auch eingangs.
Möglichkeiten eröffnen. Das heißt, der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, dem Bürger. Ja, wenn wir heutzutage von Big Data Science sprechen, dann ist es so, ja, die großen Datensätze von Twitter, Facebook, Google, Apple und so weiter, die liegen in Amerika. Die haben wir ja gar nicht. Ja. Das heißt, mit welchen Big Data sollen wir hier eigentlich arbeiten in Europa? Ja, dann müssen wir uns erstmal selber quasi eine Datenquelle anbieten. Und genau das wird das dann in einem System machen. Und durch diesen partizipativen Charakter wurde aber eben auch so etwas wie ein Informations- und Innovationsökosystem entstehen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, Europa sollte hier auf Offenheit setzen. Es ist unmöglich, Amerika einzuholen mit einem Abstand von mehreren Jahren. Wir wissen, die großen IT-Giganten stehen in Amerika, in Afrika und in Asien. Wir sind also, wie kommen wir wieder aus dieser IT-Landmarsch zurück? Und ich glaube, am besten dadurch, dass wir tatsächlich die Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, dass alle dazu beitragen können. Das heißt, ich kann mit einem Daten sozusagen aus diesem System nehmen, ich kann damit arbeiten, ich kann mich damit selbstständig machen, weil da entstehen diese neuen Jobs, die ansonsten wegfallen. Ich kann das modifizieren und ich kann das wieder zur Verfügung stellen und andere können das nutzen. Je mehr das machen, desto schneller wird dieses Innovationssystem entstehen. Ich glaube, das ist auch keine Zeit. Ja, also im Grunde genommen ist die Idee, dieses planetäre Nervensystem als Bürgernetzwerk zu bauen. Und dann können wir denen auch mehr vertrauen und dann haben wir Kontrolle über die Daten, die erzeugt werden. Also das Prinzip ist, das Ganze anzugehen, partizipativ, wie bei Wikipedia oder bei OpenStreetMap. Ich habe das gewonnen mit einem begeisterten Team von jungen Leuten, die unglaublich hart arbeiten, aber auch enorm begeistert sind über diese Dinge, die da entstehen. Sie sehen da verschiedene Sensoren, die miteinander kommunizieren können, unglaublich viele Möglichkeiten. Entsteht da eine neue Bastelbewegung und ich glaube, dass Deutschland da ganz vorne mitmischen kann. Ja, was machen wir konkret? Wir benutzen insbesondere die Hardware, die eigentlich jeder zur Verfügung stellen kann. Ja, wir haben in diesem Jahr nicht bekommen, deswegen müssen wir mit denen arbeiten, dass es gilt. Smartphones, jedes dieser Smartphones hat vielleicht 15 Sensoren, die kann man im Grunde genommen auslesen, aber wir sind natürlich kein Geheimdienst. Das heißt, wir wollen es auf eine Art und Weise machen, die privatsicher ist und die Kontrolle über diese Datenströme, denen die freiwilligen Besitzer der Smartphones gibt. Aber im Grunde genommen könnten
kreativ sind, die das Wissen produzieren und was sie dort das Wissen dabei konsumieren. Und man kann auch sehen, wie neue Themen aufkommen, hier zum Beispiel in der Physik. All diese Dinge werden deutlich sichtbar, wenn man riesige Datenmengen ausgerechnet und das kann man mehr und mehr auch nicht zeitlich tun können. Das ist natürlich höchst wichtig für uns Gesellschaft. Und wir werden auch sehen, eine Ära von sozio-inspirierten Technologien. Denn unsere Gesellschaft funktioniert auf der Basis von vielen Erfolgsprinzipien. Auch sind das dezentrale Interaktionsprinzipien. Darum nutzen wir die nicht technologisch. Ja, also wenn es bio-inspirierte Technologien gibt. Weil man könnte zum Beispiel ein technologisches System selbst organisieren, eine Kooperation, Selbstregulierung, Konfliktbewältigung, Reputation, vielleicht sogar so etwas wie Kultur und Ewigkeit auch. Das sind natürlich alles enorm spannende Fragen. Und denken Sie nur an Facebook, Twitter oder Alibaba, die beruhen auf sehr einfachen sozialen Mechanismen, aber sind Milliarden wert. Ja? Also, das ist ein Schatzvergraben in der Soziologie, möchte ich sagen. Und natürlich denke ich darüber nach, können wir Informationssysteme schaffen, die uns helfen, erfolgreicher miteinander zu interagieren und Probleme zu vermeiden. Was bräuchte man denn? Also zunächst Systeme, die uns bewusst machen, in welchen Situationen wir uns befinden, was die Implikationen von unseren Entscheidungen handeln sind. Das nenne ich den sozialen Spiegel. Dann hätten wir gerne Systeme, die uns unterstützen in erfolgreicher Interaktion. Das ist insbesondere zwischen den Kulturen oft schwierig, wo die Erwartungen unterschiedlich sind. Also hier könnte man das als einen sozialen oder interkulturellen Adapt vielleicht bezeichnen. Dann gibt es Situationen, die man gerne vermeiden möchte, wo man gerne gewarnt und geschützt werden möchte, nämlich den sozialen Protektor. Und schließlich möchte man eben auch einen Austausch ermöglichen, der Situationen, die vielleicht für eine Seite nicht günstig sind, in Situationen verwandeln können, die nicht in Situationen sind. In diesem Zusammenhang spreche ich von Social Money und wie unterscheidet sich das von dem Geld, das wir haben. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir hier ein multidimensionales Geld entwickeln, denn selbstregulierende Systeme brauchen Multidimensionalität. Das kennen wir aus der chemischen Produktion. Da können Sie nicht etwa das Ergebnis alleine durch die Temperatur regeln oder durch den Druck, sondern müssen Sie die Konzentration von vielen Substanzen auch beeinflussen können. Warum soll denn unsere Wirtschaft allein mit einer einzigen Größe steuerbar sein? Ja, die ECD in einer Lieder von Sie, dass sie möglicherweise doch nicht genügend Instrumente hat. Und schließlich wollen wir natürlich dahin kommen, dass Sie die Komplexität der Welt